Ich habe noch nie in einer so Premiere gespielt. Wir haben viele Tage geprobt, manchmal nicht gut geschlafen, manchmal nicht viel gegessen, aber wir haben im Endeffekt ein gutes Stück rausgebracht. Danke, danke, danke. Es war alles super. Bei mir war es so erstes Mal und ich habe gesagt, vielleicht schaffe ich nicht, vielleicht ich. Es geht mir nicht gut. Dann habe ich trotzdem, ich habe alles geschafft. Ich freue mich, wenn ich hier nicht mehr arbeiten muss. Und bald ist so weit. Ah, stimmt. Du musst ein Lokal aufmachen. Ja. Und ich werde es Kuni nennen. Was? Was heißt das? Arschloch. Was? Warum? Das war so schwierig, aber ich habe Spaß gemacht, ja. Die Leute Arschloch sagen ist einfach und man fühlt besser, gut. Ich wollte nicht sagen, aber es tut mir leid, das war ein Plan. Es ist mein Traum, wirklich ein Schauspieler werden, einen Film machen, zum Beispiel mit Leonardo DiCaprio. California, Halleluja. Wie geht's eigentlich? Fußball? Naja, nicht ganz gut. Mein Vater weiß immer noch nichts davon. Und ich glaube, wenn er wissen würde, dass ich Fußball spiele, würde er mir nicht mehr erlauben, weiterzugehen. Das ist traurig. Ja, mir ist es toll gegangen. Es war wunderbar. Am Anfang an natürlich war es ein bisschen irgendwie so verwirrend, ängstlich, aufgeregt. Aber an sich war es super. Ich glaube, wir haben uns ganz einfach auf die Leute fokussiert, was die am besten können. Es war allgemein so ein Zusammensammeln von Ideen von 1000 Leuten gefühlt, die bei dieser Produktion links und rechts und überall mitgeholfen haben. Und all diesen Ideen da eine Richtung zu geben, wo das alles halbwegs zusammenpasst. Ich glaube, das war die bezeichnendste Erfahrung von dieser Produktion. Ja, weniger Konsum und mehr Beschäftigung mit sich selbst. Persönliches Wachstum statt Wirtschaftswachstum. Persönliches Wachstum statt Wirtschaftswachstum. Persönliches Wachstum statt Wirtschaftswachstum. Danke, dass wir zu diesem Punkt gekommen sind, wo nicht zu viele Hoppalas passiert sind und wo trotzdem alles funktioniert hat. Und danke. Danke. Sami, ich muss dir was sagen. Ich auch. Fängst du an? Na, du. Na, bitte fängst du an. Na, du. Die Gruppe ist so toll. Ich fühle mich so wohl mit allem, dass ich weiß, wenn ich was vergesse oder was Falsches sage, dann kriege ich die Hilfe und auch umgekehrt. Und ich habe gehört vom Off schon, dass das Publikum schon gelacht hat und das war eine Freude wirklich und es hat alles super gepasst. Ich halte das nicht aus. Du gehst immer so auf Distanz, wenn wir unsere Leute sind. Oh, bitte nicht schon wieder. Aber du distanzierst dich viel mehr, als es nötig wäre. Ich verstehe nicht, dass es nicht einmal Ximena wissen darf. Es tut mir leid. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Wir haben über verschiedene Themen geredet, so wie Liebe, Ökologie, Geld. Und diese haben wir aufgenommen und dann hat Florian einen Text daraus geschrieben. Genau, und danach haben wir den Text gelesen, ein bisschen durchgearbeitet, auch unsere Meinung da reingemacht. Und ja, das war es eigentlich, es ist so voll fließend irgendwie. Sadamini man, kibatoba fonamoda sadamini man. Die Leute, die praktisch geflohen sind, manche aus der Armut, manche aus einer politischen Verfolgung, die zum Teil den Tod entronnen sind, die zum Teil überlebt haben, ohne Schwimmwesten, ohne schwimmen zu können, auf einer hohen See zu überleben und Todesangst zu spüren, dass sie dann ins Land kommen, wo es halt am Anfang zwar zum Großteil eine Willkommenskultur gegeben hat, aber wo sie dann irgendwie gemerkt haben, okay, so gern haben wir die Leute hier nicht, ja, und dass sie dann praktisch mit ihrem Talent hier auftreten und auch so genauso berührend, auch zum Schluss, dass jeder seinen Applaus bekommt. Das prägt
ins Leben hinein. Ja, das ist so, wie das eine immer oft nur einen Teil wieder gut machen kann, was sie dramatisch erleben, ist es genau die andere Seite. Das wirkt dann ins Positive, in ein Stück in das Glück hinein.